Es fröstelt mich ein wenig und das hat nicht nur damit zu tun, dass wir hier in Charlottengrad Temperaturen um den Gefrierpunkt haben. Es hat mit dem CDU-Parteitag zu tun. Aber guten Tag erstmal. Angela Merkel hat heute gewonnen, wieder einmal, und Deutschland hat verloren. Das ist meine Überzeugung. Heute hätte es die Chance gegeben, dass wir eine Rückkehr der Politik erleben in Deutschland, dass wir eine Rückkehr des politischen Meinungsstreites erleben, dass wir ein Ende dieser rot-grünen politischen Hegemonie haben, die ja auch in der CDU Einzug gehalten hat. Und das war der Grund, warum der politisch-mediale Komplex, dieser rot-grüne Komplex, geradezu Katastrophenstimmung verbreitet hat vor diesen Wahlen. Wenn man sich Spiegel und Co. angeschaut hat, dann bekam man ja den Eindruck, wenn der Merz gewinnt, dann fallen wir zurück in das Vandalentum, in die Barbarei. Und nur mit Angela Laschet, Entschuldigung, mit Armin Laschet, war wahrscheinlich ein freudscher Versprecher, ist der weitere Weg in die strahlende, leuchtende Zukunft möglich. Ja, es wurde da auch mit ganz, ganz vielen Foul gespielt. Schon im Vorfeld bei der Frauenunion gab es eine Abstimmung, wo herauskam, dass die für Laschet ist, wo es offenbar gar keine Abstimmung gab. Auch auf dem Parteitag wurde wieder etwas nachgeholfen. Der Armin Laschet hat eine Rede gehalten, die in etwa so charismatisch war wie ein Beratungsgespräch in einer Kreissparkasse. Nichts gegen die Kreissparkassen. Und dann hat Jens Spahn in der Fragerunde nochmal eine Empfehlung abgegeben, obwohl die Fragerunde eigentlich nur für Fragen da ist. Frage hatte er gar nicht, aber da hatte die Parteitagsregie von Merkels Gnaden dann überhaupt nichts dagegen. Ich hatte gefürchtet, dass es so kommt, weil ich glaube, Angela Merkel überlässt nichts dem Zufall und sie ist eine ausgebuffte Machtpolitikerin. Sie ist in der FDJ, der SED, Nachwuchsorganisation, politisch sozialisiert worden. Viele sagen mir, da waren alle dabei, völlig richtig. Die Karteileichen, die Millionen, die mussten da mehr oder weniger rein. Denen kann man auch kaum einen Vorwurf machen. Aber Angela Merkel war Sekretärin, sie war Kader und wurde dort sozialisiert. Und von daher glaube ich, dass da einfach viele im Westen dem nicht gewachsen sind. Wie wird es jetzt weitergehen? Ein CDU-Abgeordneter hat mir im vertraulichen Gespräch gesagt, mit Laschet fliegt uns das alles hier in 2 Jahren um die Ohren. Mit Merz haben wir noch ein paar Jahre mehr. Wunderschöne Perspektiven. Ja, also es klingt nach Galgenhumor, aber da ist leider sehr viel dran. Laschet ist in meinen Augen nicht kanzlerfähig, da hat er nicht das Zeug dazu. Ich sehe das auch bei Spahn so, auch wenn die ihn jetzt hochschreiben wollen als angeblicher Frauenschwarm und Liebling in den Umfragen, halte ich für eher lächerlich. Der Corona-Napoleon aus Bayern, der mit der Bekämpfung versagt des Coronaviruses, aber immer noch härtere Schritte will, der ist nördlich des Weißwurst-Äquators kaum durchsetzbar. Und wer wäre dann die Lösung? Eine Verlängerung für Angela Merkel. Also wir laufen rosigen Zeiten entgegen. Die Einheitsfront ist heute bestätigt worden. Wir haben weiter einen engen Meinungskorridor und jeder, der von der stramm rot-grünen Linie etwas abweicht bei uns, der ist außerhalb des Geduldeten. Bittere Zeiten. Was gibt es noch Neues? Schauen Sie noch mal rein auf meine Seite. Der Seibert ist gestern in der Bundespressekonferenz noch mal sehr, sehr böse über meine Arbeit drüber gegangen, hat das erwähnt, ohne meinen Namen zu nennen, dass da Leute Fragen stellen und dann absurde Schlussfolgerungen machen. Und er konnte aber wieder keine Studien benennen, die den Lockdown unterstützen. Und der einzige Journalist, der dort nachgefragt hat und nachgebissen hat, war der von RT, vom russischen Staatssender. Die deutschen Kollegen hatten alle andere Sorgen. Da ging es unter anderem darum, warum alles nicht heftig genug ist. Also leider so traurige heute Eindrücke in diesem Video, aber ich kann die Realität nicht ändern. Wenn ich sie ändern könnte, dann würde sie anders ausschauen. In diesem Sinne, wir dürfen uns nicht unterkriegen lassen, nicht den Humor verlieren, nur das hilft. Und zum Schluss dann noch den Ausspruch frei nach Franz Josef Strauß, der jetzt auch für Angela Merkel gilt. Wahrscheinlich, mir ist es egal, wer unter mir Parteichef ist.
regieren wird sie weiter. Mich hat das an Medvedev erinnert. Vielleicht erinnern Sie sich, den Putin offiziell zum Präsidenten machte und der es nun nie wurde. Und AKK war ja in der gleichen Rolle. Und jetzt Armin Laschet demnächst in diesem Theater. Alles Gute, ciao. Schönen Samstag.